Schwerer Verkehrsunfall bei Brakel im Kreis Höxter. Beim Überholen eines Lastwagens auf der hier zweispurig für diese Fahrtrichtung ausgebauten B64 sind zwei Autos mit einem entgegenkommenden PKW zusammengestoßen. Wie es dazu kommen konnte, ist derzeit noch völlig unklar. Alle drei Fahrer sind schwer verletzt worden. Einer von ihnen wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Kassel geflogen. Die Bundesstraße war während der Rettungs-, Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen gesperrt.